ich schöne Pforte führt in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein? Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Herr, ich bin zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, ist dir Himmel hell vor mir. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Himmel sein. Lass in Furcht mich vor dich treten, heilige mir Leib und Geist, dass mein Singen und mein Beten dir ein lieblich Opfer heißt. Heilige Dom und Ohr, zieh das Herz zu dir empor. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Saatkorn in mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt. Präge du im Herzen ein, lass es mir zur Frucht erleihen. So will ich hören und dein Wille wird erfüllt. Nichts, das meine Andacht stören, wenn dir Brunnen des Lebens quält. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. Öffne mir die Lebenstauern, dass mein Geist sich weiden kann. Lass mir Heil vom Himmel tauen, zeige mir die Ich freue mich, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. So etwas haben Sie vermutlich auch zu Hause, eine Saftpresse. Meine Frau liebt es, uns als Familie frisch gepressten Saft zuzubereiten. Im Augenblick ist Pampelmusensaft so richtig in bei uns. Und wir lieben es, so frisch gepressten Saft zu trinken und zu genießen. Und das schmeckt dann einfach nur köstlich. Aber schauen Sie sich diese Frucht an, diese ausgepresste Pampelmusenschale. Ein schönes oder schreckliches Bild für uns, wie wir uns oft fühlen, oder? Ausgepresst von den vielen Zwängen und Herausforderungen des Alltags. Aber das ist schön zu wissen, Gott ist keiner, der uns auspresst bis auf den letzten Tropfen. Er ist einer, der uns nie mehr zumutet, als wir verkraften, auch wenn wir oft an unsere Grenzen stoßen. Eine Familie ist bei uns heute zu Gast, die an ihre Grenzen gestoßen sind. Volker und Sigrid Teich. Kurz vor dem Ruhestand bekam er die Diagnose Tumor im Kopf. Und seine Frau ist schon viele Jahre schwer MS-krank. Sie erzählen, wie sie gemeinsam den schweren Weg weitergehen und dabei immer wieder neue Kraft von Gott bekommen. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass die Stimmen klingen, bringt den Raum zum Schwingen. Jeder Ton steigt auf wie ein Gebet. Lasst Musik erklingen, singt mit lauten Stimmen, spürt den Segen, der sich auf uns legt. Segen, der sich auf uns legt. In den Herzen wohnt schon lang mittendrin ein schöner Klang, auch wenn manche Lebensmelodie bisher nur in Moll erklang, weil so vieles nicht gelang. Heute klingt die Melodie in Dur so schön wie nie. Mancher trägt sein Trauerkleid, voller Schmerz und voller Leid. Unzählige Tränen füllen den Saum. All die Not hat ihre Zeit, Freude macht sich wieder breit, Ton für Ton mit neuer Harmonie, so wie ein Traum. Lass die Stimmen klingen, bringt den Raum zum Schwingen. Jeder Ton steigt auf. Lassen Sie uns gemeinsam beten mit Worten von David aus seinem 27. Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alles, was nicht Gott ist, kann meine Hoffnung nicht erfüllen. Gott selbst verlange und suche ich. An dich allein, mein Gott, wende ich mich. Du allein hast meine Seele erschaffen können. Du allein kannst sie aufs Neue erschaffen. Du allein hast ihr dein Bild einprägen können. Du allein kannst sie aufs Neue prägen und ihr dein Antlitz wieder eindrücken, welches ist Christus, mein Heiland, der dein Bild ist und das Zeichen deines Wesens. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese einen Text aus der Bibel, der steht in Philipper 4, 10-13. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten ein ganz interessantes Ehepaar, Sigrid und Volker Teich. Volker Teich, jahrelang als Pfarrer, Dekan und leitendes kirchensynodalen Mitglied tätig, aber er wäre eigentlich nichts gewesen, wenn er nicht seine starke Frau im Hintergrund gehabt hätte. Übrigens auch eine Theologin und Germanistin, sind seit vielen Jahren verheiratet, sie haben Kinder und hatten doch jetzt beide auch Schweres durchzustehen oder haben Schweres durchzustehen. Ich freue mich riesig, dass Sie bei uns sind. Frau Teich, ich hatte Sie gefragt, ob lieber in einem Stuhl sitzend oder im Rollstuhl. Sie haben gesagt, Sie bekennen sich zum Rollstuhl. Ist das nicht ein komisches Gefühl für Sie? Nee, das ist sehr gut. Der Rollstuhl, das ist mein Hilfsmittel jetzt. Mhm. Ich habe mich endlich entschieden, einen Rollstuhl zu benutzen und da fühle ich mich sehr wohl drin. Und ich kann ja theoretisch auch aussteigen, weil ich kann immer noch ein paar Schritte gehen. Und die Möglichkeit, ich könnte ja aussteigen, dann sitze ich auch gern drin, dann ist es bequemer. Mhm. Herr Teich, was ist es für Sie für ein Gefühl, die eigene Frau damals kerngesund geheiratet und jetzt im Rollstuhl sitzend? Das würde ich sagen, das ist unser Leben. So ist es verlaufen und wir erleben jetzt gerade den Rollstuhl, wie meine Frau sagte, als ganz große Befreiung. Wir können wieder etwas miteinander tun. Mhm. Als wir den Rollstuhl noch nicht hatten, war unser Radius, den wir gehen konnten, so, naja, 500 Meter. Mhm. Und jetzt können wir kilometerweit miteinander laufen, können in die Stadt Stuttgart mit dem Rolli fahren oder können Shopping in Tübingen. Das alles geht jetzt. Mhm. Fällt es einem Mann trotzdem schwer, die kranke Frau so zu bejahen und zu akzeptieren? Bist du krank? Kränker als andere auch nicht. Kränker als andere auch nicht. Natürlich, es hat sie eine Krankheit, das ist ganz klar und das kann man nicht wegdiskutieren. Aber das ist so schleichend bei ihr gekommen und irgendwo, ja, es gehört jetzt zu unserem Leben dazu. Mhm. Und wir haben trotzdem unendlich viele Möglichkeiten auch miteinander. Mhm. Jetzt haben wir viel über Ihre Krankheit gesprochen, jetzt wissen wir aber noch nicht, warum Sie im Rollstuhl sitzen, was das für ein schleichender Prozess war. Ja, also bei mir wurde vor, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, über 20 Jahre festgestellt, dass ich eine MS-Erkrankung habe und das ist sehr zögerlich verlaufen, also nicht jetzt große Schübe und das verläuft jetzt immer so progredient, dass es immer ein bisschen schlechter wird. Mhm. Haben Sie sich damit angefreundet oder ist für Sie das immer noch so? Anfreunden tut man sich nicht mit der Krankheit. Mhm. Was also, ist die Krankheit für Sie? Lästiger Begleiter? Die ist lästig, ja, die ist da, aber sie ist ein Begleiter. Mhm. Das ist genau der richtige Ausspruch gewesen, lästiger Begleiter. Sie gehört zum Leben dazu, sie ist manchmal lästig, aber oft ist sie einfach da und ich nehme es nicht wirklich wahr. Wo würden Sie denn sagen, hängt die Krankheit? Hängt die bei der Sigrid Teich hier? oder hängt die hier? Welchen Stellenwert hat die? Ja, bestimmt die Krankheit über Sie? Hier hat sie keinen Platz, hier steht Gott. Und da unten hat irgendwo die Krankheit Platz. Das heißt, Sie haben das Sagen noch über die Krankheit, total, auch wenn es Ihnen manchmal schwerfällt? Total. Das ist eine wichtige Einstellung, ob die Krankheit mich bestimmt oder... Also die darf mich nicht bestimmen, das ist auch nicht so. Aber Sie sagen, da ist Gott über allem. Genau. Der ist immer noch da, auch wenn er Sie so hat hängen lassen? Ja, gerade jetzt. Ohne könnte ich ja die Krankheit nicht bejahen und könnte nicht damit leben. Wieso kann man ohne Gott die Krankheit nicht bejahen? Weil dann muss man rebellieren. Mhm. Dann muss man sich dagegen auflehnen, denke ich. Ich weiß es nicht, ich kann mir es nicht vorstellen anders. Mhm. Aber mit Gott, er hat es zugelassen, dass die Krankheit da ist und dann geht er auch mit in der Krankheit. Okay. Boah, sowas zu hören von Menschen, die das durchmachen, das ist... Ja gut, das ist ein Prozess, das war am Anfang nicht immer so. Ich habe es eben jetzt schon, wie gesagt, über 20 Jahre und kann mich damit auch auseinandersetzen. Und am Anfang haben Sie rebelliert? Rebelliert nie richtig, nee. Weil, aber fragend oder zweifelnd? Ja, es ist keine, die MS ist keine so, am Anfang keine so deutliche Krankheit. Es ist ja keine Krankheit, die zum Tode führt. Es ist eine Krankheit, die ist da, sie schränkt einen ein, aber man muss jetzt nicht damit rechnen, ich lebe übermorgen nicht mehr. Von daher ist die Krankheit nicht so bestimmend. Am Anfang ist es auch so, dass man sehr viel noch kann, dass man es nicht so merkt, die Einschränkungen. Jetzt ist es schon sehr viel zu tragen, was Sie als Familie durchgemacht haben, aber jetzt haben Sie noch mehr aufgeladen bekommen. Jetzt sind Sie, glaube ich, in Ihrer Ehe die Gesündere, aber Ihr Mann der Kränkere. Sie haben eine Diagnose bekommen, kurz vor Weihnachten. Eben, ja, ein Tumor hinterm rechten Auge. Man sieht es jetzt nicht mehr, aber vorher sah man es auf das Auge, als manche Kollegen sprachen mich drauf an, was denn mit meinem Auge sei. Und eben auch Metastasen an der Leber. Und man kann beides nicht operieren. Was haben Sie als Frau gedacht, als Sie das gehört haben? So viel denkt man da nicht. Das ist mehr emotional, was man da durchmacht. Ja. Also ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, sondern das war mehr emotional, dass mein Mann jetzt so krank ist. Das betrifft einen schon sehr hart. Ja, das ist hart. Härter als die eigene Krankheit, finde ich. War für mich härter, die Diagnose bei ihm. Angst vor Verlust oder was ist so hart an der? Ja, jetzt eben beide. Also vorher jetzt war ja immer einer noch stark und jetzt musste ich praktisch die Stärkere sein zunächst. Wobei sie half mir eigentlich. Wir saßen zusammen und sie sagte dann zu mir, du, jetzt überleg dir, wie du mit dieser Krankheit umgehst. Beherrscht sie dich, also regiert sie dich oder regierst du über diese Krankheit? Also so, welche Gewichtung hat sie? Und da hat sie mir sehr stark geholfen und dann das... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Ruhestand so vorgestellt, dass ich für meine Frau schaue. Und wir haben vor langer, langer Zeit mal so ein schönes, kleines Bänkle, also eine Gartenbank, uns angeschafft. Und da sagte dann meine Frau zu mir, ja, jetzt wird eben der Ruhestand so sein, dass wir miteinander auf der Bank sitzen. Und einfach das, dass wir... jetzt nicht einer über dem anderen ist, sondern dass wir uns anschauen. Das hat unserer Ehe unheimlich gut getan. Sie haben ja vor vielen Jahren sich gegenseitig mal ein Treueversprechen gegeben. Willst du deiner Frau treu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit wie in Gesundheit, bis dass der Tod euch scheidet? Sie haben auch darauf geantwortet, damals vermute ich mal mit einem herzerfrischenden Ja, natürlich. Hat dieses Treue, dieses Eheversprechen nochmal jetzt eine ganz andere Bedeutung für Sie bekommen? Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, für einen anderen treu zu bleiben, an seiner Seite zu bleiben, wenn er krank wird. Bei mir ist beim Eheversprechen was anderes wichtig geworden. Bei mir ist der Zusatz, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringt. Ah, okay. Und das können wir immer noch durchhalten. Das ist kein Problem. Das ist eine Formulierung. Da können wir beieinander, das ist in unserer württembergischen Trauagenda eine wunderschöne Formulierung. Im Fürbittegebet, am Ende der Trauung ist das so, in diesem Fürbittegebet der letzte Satz, und hilft es eins, das andere mit sich in den Himmel bringe. Und mir geht es auch so, dass ich sage, ja, das ist eben jetzt die Aufgabe. Obwohl Sie sich vielleicht den Ruhestand auch anders vorgestellt haben. Sicher. Sicher? Ganz bestimmt. Wie ist es, wenn man von so vielen Plänen Abstand und Abschied nehmen muss? Oder machten Sie sich trotzdem noch Pläne, Hoffnungen? Ach, Hoffnung. Immer Pläne. Pläne machen wir uns immer und Hoffnung haben wir. Und deshalb denke ich, wir sind jeden Tag fröhlich in unserem Ruhestand. Freuen uns, dass wir da sind, dass wir einander haben, und machen Pläne. Ich vielleicht manchmal zu viele. Okay, das war für mich jetzt sehr bewegend, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind Ermutiger. Vielen herzlichen Dank. Was würden Sie denn heute weitergeben an Menschen, die auch in so einer Situation sind wie Sie, die denken, es kommt alles auf mich und stürzt alles zusammen? Was kann man solchen Menschen, die nicht so eine fröhliche Hoffnung und Haltung wie Sie jetzt haben, was kann man dem mit auf den Weg geben? Nicht so sehr um sich selber kreisen, sondern einfach auch immer wieder auf Gott schauen und auf das, was er einem jeden Tag neu schenkt. Und da kann ich jeden Morgen nur staunen, was wieder so ein Geschenk da ist. Ein neuer Tag mit neuen Chancen. Und uns geht es ja wirklich unwahrscheinlich gut in unserem Land. Wir haben genügend zum Essen, wir haben wirklich ein herrliches Leben. Ja, ich würde noch mit auf den Weg geben, man darf klagen. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in dem Gespräch. Man darf wirklich klagen. Man darf in der Krankheit auch klagen, man darf auch in drängenden Situationen klagen, aber man darf bei der Klage nicht hängen bleiben. Also ich gebe die Klage dann bei Gott ab. Und da ist sie gut aufgehoben und dann wird man auch wieder fröhlich. Wahrscheinlich sind Sie mit mir einverstanden, wenn ich beide, Sigrid und Volker Teich, in Kürze zu einer Ehepredigt einladen werde. Auch wenn sich Frau Teich noch massiv dagegen wehrt. Aber wenn man solche Ermutiger hat, dann müssen die auch wieder hier im Fernsehgottesdienst auftreten. Wir freuen uns auf die Predigt von Volker Teich gleich. Aber was halten Sie davon, wenn wir das als fröhliche, religiöse Gymnastik einüben, wie es uns Frau Teich vorhin beigebracht hat? Hier Gott und hier die Krankheit. Das könnte man doch so als fröhliche, religiöse Gymnastik machen, dass das auch ins Herz geht. Hier ist Gott und hier die Krankheit, die Sorgen und das, was uns beschäftigt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, bei uns sind. Alles Gute für die Zukunft, bis hoffentlich bald bei der Ehepredigt. Gott ist die Liebe. Kurz und prägnant klingen diese vier Worte. Gott ist die Liebe. Das ist der wichtigste und gewaltigste Satz der Bibel. Gott ist die Liebe, so schreibt es Johannes in seinem Brief. Und er meint nicht Liebe als ein Prinzip oder Liebe als eine Idee. Nein, Johannes hat immer eine Person vor Augen. Diese Liebe ist konkret. Johannes erzählt uns in seinem Evangelium in 21 Kapiteln von dieser Liebe. Es ist die Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Wenn wir fragen, wie denn die Liebe Gottes aussieht, dann erzählt uns Johannes Geschichten von dieser Liebe. Er macht sie uns groß. Ich möchte nur eine Geschichte nacherzählen, die diese Liebe beschreibt. Da wird eine Frau in eine Halle des Tempels von Jerusalem getrieben. Grobe Männerhände schubsen sie vor sich her. Du Luder, du Hure, knurren diese Männer rau und gefährlich. Einige haben schon Steine in der Hand, um diese Frau, diese Ehebrecherin aus der Welt zu schaffen. So wird sie wie ein Stück Vieh durch die Gänge getrieben, bis sie vor Jesus steht. Er soll ein gerechtes Urteil sprechen, so denken sie. Das Gesetz fordert Steinigung. Den Ehebruch, solches tut man nicht in Israel. Und Jesus, er schweigt. Er malt etwas in den Sand, etwas Vergängliches. Und dann, als die Forderung immer lauter wird, jetzt urteile endlich. Das sagt er nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann malt er weiter. Die Steine plumpsen in den Sand, schwere, nachdenkliche Schritte schlurfen weg. Die Frau steht allein vor ihm. Das Gebot gilt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber die Liebe Jesu gibt dieser Frau eine zweite Chance. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist die Liebe Gottes, die den schuldigen Menschen sieht und ihm doch eine zweite Chance zum Leben gibt. Ist doch schön, großartig, Happy End, oder nicht? Nur diese Liebe hat eine zweite Seite. Die Menschen hassen sie. Wir Menschen kommen mit dieser Liebe nicht zurecht. Die Schritte der Männer kommen wieder näher. Sie kommen zurück. Ist doch unverschämt, wenn einer sich so über das Gesetz stellt und sagt, wer ohne Sünde ist. Ist doch bodenlos, wenn mir einer so meine Schuld vor Augen malt und mich vor allen anderen überführt. Wer will das schon gerne haben? So kommen sie zurück und klagen Jesus an. Sie spüren Jesus nach, verhaften ihn, verurteilen ihn, schlagen ihn, verspotten ihn und schließlich nageln sie ihn ans Kreuz. Dort hängt er, draußen vor der Stadt. Er, der nur Liebe lebte, hängt am Kreuz. Und er, Jesus, er lässt dies geschehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, bittet er am Kreuz. Und als er stirbt, ruft er aus, es ist vollbracht. So ist Jesus, reine Liebe. Er stirbt für dich und für mich. So ist Gott. Gott identifiziert sich ganz mit Jesus, ganz mit diesem Geschehen am Kreuz. Wer wissen will, wie Gottes Liebe wirklich ist, der darf auf Jesus schauen. Der darf auf das Kreuz schauen. Das ist Gott in seiner abgrundtiefen, erbarmenden Liebe. Gott ist ganz Liebe. Er gibt sich für dich und für mich. Eine größere Liebe gibt es nicht. Diese Liebe gilt uns und Johannes malt sie uns vor Augen und dann zieht er Konsequenzen aus dieser Liebe. In der Liebe ist keine Furcht. Es gibt eine ganz tiefe Angst in uns. Wissen Sie, was das ist? Es gibt die Angst in uns, Unser Leben könnte sinnlos gewesen sein. Weil diese Angst in uns steckt, müssen wir immer wieder beweisen, wie wichtig wir sind, dass es ohne uns nicht geht. Ich glaube, diese Grundangst wächst, je älter wir werden. Ist doch auch unvorstellbar, wenn es am Ende unseres Lebens heißt, sinnlos gelebt, Ziel verfehlt. Da helfen auch alle Nachrufe bei der Beerdigung nichts. Wenn das feststehen würde, alles falsch gemacht, Ziel nicht erreicht, das wäre doch fatal. Irgendwo steckt in uns allen diese Angst. Erschütternd, die bange Frage von alten Menschen. Herr Pfarrer, meinen Sie, es reicht? Tatsächlich. Wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen und unser Leben verantworten müssen, da bleiben wir unendlich viel schuldig. Da kommt auch viel Sinnloses heraus, viel Stroh. Wenn das alles einmal zur Sprache kommt, wo wir Menschen enttäuscht haben und eben keine Liebe weitergegeben haben, da bleibt uns die Sprache weg. Da bleibt ein riesiger Berg Schulden übrig. Nun schreibt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe. Wissen Sie, was das heißt? Da geht es uns im letzten Gericht einmal wie dieser Ehebrecherin. Alles wird uns anklagen, selbst unser Gewissen. Aber dann werden wir auf die Hände unseres Richters sehen. Da sind Nägelmale zu sehen. Und an der Stirn sieht man die Eindrücke der Dornenkrone. Da ist unser Richter, unsere Rettung. Dann können wir sagen, du hast recht, Herr, in allem hast du recht. Viel Sinnlosigkeit. Aber bist du nicht für mich gestorben? Und dann wird uns Jesus anschauen, wie nur er es kann. Ein Blick voller Liebe. Dann bekommen wir unsere zweite oder x-te Chance und er schenkt uns die Ewigkeit. Schauen Sie, das ist seine Liebe. Sie ist stärker als alles Urteilen im Gericht. Diese Liebe ist größer als all unser Versagen und unsere Unzulänglichkeit. Von dieser Liebe dürfen wir leben. In dieser Liebe dürfen wir geborgen sein. Diese Liebe gibt unserem Leben Sinn. Und nun eine zweite Konsequenz. Liebe sieht den anderen. Johannes bringt in seinen Sätzen Dinge oft messerscharf auf den Punkt. Wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder oder Schwester, der ist ein Lügner. Ganz ehrlich, das ist ein Satz, bei dem ich schlucken muss. Ein Satz, der sitzt und der trifft. Wie sieht denn meine Liebe aus? Sie ist nicht schlecht bei Menschen, die mir sympathisch sind. Wie ist es aber bei Menschen, die mich beleidigt oder tief verletzt haben? Es sind auch Brüder und Schwestern. Wie sieht da meine Liebe aus? Lügner, sagt Johannes zu mir. Lügner. Du sagst, du liebst Gott. Und wie sieht es da aus? Aber wie kann ich Menschen lieben, die mir das Leben immer wieder schwer machen? Liebe beginnt dort, wo ich andere Menschen ins Gebet nehme, für sie bete. Probieren Sie es einmal selbst aus. Schreiben Sie sich doch einmal die Namen der Menschen auf einen Zettel, für die Sie beten wollen. Haben Sie auch keine Scheu, unbequeme Menschen, unbequeme Namen draufzuschreiben. Also Menschen, mit denen Sie nicht fertig werden, die Ihnen auf den Geist gehen. Schreiben Sie sie ruhig auf. Und beten Sie für sie. Bringen Sie sie so vor Gott. Er hört sie. Und er weiß es. Und immer wieder geschieht es, dass Gott Einstellungen ändert. Manchmal auch bei uns. Und dann kann ich den anderen mit anderen Augen sehen. Liebe ist konkret. Lassen Sie es uns konkret angehen und Liebe leben. Lassen Sie uns dieses große Kapital der Liebe weitergeben. Wissen Sie, was da passiert? Es ist umgekehrt wie auf unserem Bankkonto. Wenn ich von der Bank immer Geld abhebe, wird das Konto kleiner. Wenn ich aber die Liebe Gottes abhebe und weitergebe, wird das Konto der Liebe Gottes immer größer. Denn er, Gott, ist die Liebe. Amen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, dir allertreuesten Pflege des dir den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege auf und Bahn. Immer wieder erreichen uns Zuschriften von Ihnen, dass das Gebet geholfen hat, dass Ihnen geholfen wurde, dadurch, dass viele für Sie beten. Wir laden Sie ein, schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen, schauen Sie auch rein auf unserer Homepage, auch dort können Sie Ihre Gebetsanliegen vielen Menschen mitteilen, die dann auch in der Gemeinschaft für Sie beten. Lasst uns zusammen füreinander und miteinander beten. Manchmal denke ich, jetzt sieht mich niemand, kein Mensch sieht mich und auch du, Gott, bist nicht dabei. Wenn es dunkel ist oder wenn die Vorhänge an meinem Fenster zugezogen sind. Und doch weiß ich, wie dumm es ist zu meinen, dass du, Gott, das Tageslicht brauchst oder eine Lampe, um mich zu sehen. Als ob du Augen hättest wie ein Mensch. Es tut so gut, Herr, dass du mich siehst. Wie sollte ich leben können, wenn du nicht auf mich Acht hättest? Wenn du nicht mit deinen großen Händen und mit deiner Liebe immer und überall um mich her wärst? Wenn ich mich selbst betrachte und meine Hand ansehe oder im Spiegel mein Gesicht oder meine Gestalt, dann weiß ich, das alles hast du gemacht, wunderbar gemacht. Es ist gut, das zu wissen. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen Sie in die nächste Zeit, bis wir uns wiedersehen und weit darüber hinaus, unter und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Ende des Gottesdienstes habe ich für Sie noch folgende Informationen. Das eben gehörte Lied erhalten Sie mit vielen anderen Liedern des Gottesdienstes auf einer neuen CD, Galerie des Lebens. Sie erhalten diese in unserem Online-Shop oder überall im Handel. Schön, wenn Sie vorbeischauen auf unserer Homepage. Dort können Sie übrigens auch die Predigt des heutigen Gottesdienstes herunterladen, um sie weiterzugeben oder selber noch einmal zu vertiefen. Schön, wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, auf Ihre E-Mails, auf Ihre Zuschriften und auf Ihre Einträge in unserem Gästebuch auf unserer Homepage. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Gottesdienst wiedersehen. Bis dahin machen Sie es gut, seien Sie von Gott behütet und bewahrt. Auf Wiedersehen.